Money Boy Team. Ich habe dieselben Sachen an wie gestern. Ich bin gar nicht nach Hause gekommen gestern Nacht, sondern habe die Nacht auswärts verbracht und habe auch kaum ein Auge zugedrückt. Deswegen sieht man mir das vielleicht jetzt auch an. Ich sehe ein bisschen rough aus. Mit dem Bart hier, mit dem Hip-Hop-Bart, so, der sich und da abzeichnet. Mein Mund ist auch ganz trocken. Das heißt, sobald ich zu Hause bin, muss ich unbedingt eine Capri-Sonne trinken. Kurz und knapp gesagt, ich konnte gestern landen bei einem Mädchen. So ähnlich wie Flugzeuge oder wie mein Privatjet auch landet. Nicht auf einem Mädchen, sondern auf einem Flugplatz oder Flughafen. Süß, ein Eichhörnchen ist da gerade den Baum. Ich kenne das, geklettert. Nach einer längeren Nacht oder so, wenn diese Sonne dann in der Früh scheint. Ganz einfach, Breitling, Rolex, Audemars Piguet, Hublot, Chopard, diese ganzen Luxusuhren. So, das ist jetzt gar nichts, was ich da dabei habe. Ein paar Stacks. Das ist gar nichts, ich bin heute leicht bekleidet. No homo. Das ist gar nichts. Das ist ein bisschen Eis. Das ist. Wartet mal, wenn ich mal den Nordpol Swag aufdrehe und Wien zu Alaska mache. Jo. Wenn ein Boy wie ich durch die Hut spaziert, dann bekommen natürlich die Leute Appetit. Die sind hungrig. Hungrig auf Money, hungrig auf Schmuck, hungrig auf Burger und Chicken. Und wenn die dann den Chicken Man in der Hut sehen, iced out so wie immer, dann für die bin ich schon ein leckeres Essen natürlich. Ganz egal, ob es jetzt Louis ist oder der Belt von Gucci, Bitch, oder noch ein weiteres Teil von Louis, Swish, das ist alles nichts für mich. Ich habe keine Angst vor dem Tod, lass mich nur wissen, wenn es soweit ist. Unterm Strich lieben wir die Hood, weil das unser Zuhause ist. Man sagt ja immer, ihr kriegt mich aus der Hood, aber die Hood nicht aus mir, und das stimmt. Wir sippen Sankey Strawberry, das sind typische Ghetto-Drinks, die wir uns holen. Wir chillen ab, sippen unser Soda und uns geht's Gucci im Endeffekt. Solange das Paper reinkommt, und auch wenn das Paper nicht reinkommt, ist alles Gucci. Ganz egal, Mountain Dew, Dr. Pepper. Wir sind die Drinks am Sippen. Wie richtige Hood-Niggers, das ist, was uns schmeckt. Das ist da hinten fahren die Kids herum mit ihren Dirtbikes, mit ihren. Die Leute sind draußen. Auf den ersten Blick vielleicht nicht zu erkennen. Es ist nicht unüblich für mich in der Nacht in der Hood, dass ich bei einem Laternenmast stehe und wir schlafen nicht. Darum drücken wir kein Auge zu, wir können es uns auch nicht erlauben. Bevor ich ein Auge zudrücke, habe ich lieber ein drittes Auge im Rücken. Oder auf meinem Rücken einen Clown tätowiert mit einer Gun, der quasi mich beschützt vor Leuten, die hinter mir vielleicht aufkreuzen. So, man nennt uns auch die Parkbank-Jungs. Was wir machen, ich glaube, ihr könnt euch das alle denken. Beziehungsweise was wir nicht machen. An dieser Stelle Shoutout Eagle Gang, Shoutout an die Eagle Gang. Crack. Crack. Das ist die Hood, wo wir sind. Ich habe schon Sachen hier gesehen, da haben Orgien stattgefunden mit mehreren Bitches, wo jeder bedient wurde, der vorbeispaziert ist und so weiter. Und wollen nicht, das ist Ghetto, erwischt werden in einer blöden Situation und unbewaffnet dastehen. Ich bin jetzt heute leicht bewaffnet, aber ich habe natürlich was mit, was wir in der Hood nennen, einen Hawk, einen Habicht, benannt nach dem Raubvogel Habicht. Und jeder hat das dabei, das ist jetzt einfach ein Standard-Ding, was man sich schnell einsteckt oder so, wenn man seinen Job einfach macht. Es kommt drauf immer auf die Situation an, aber auf jeden Fall, ich habe einen Habicht mit. Das ist Hawkwork, die Arbeit eines Habichts. Wir kommen aus der Hood und das ist Hood-Shit.
wir sind Thugs, wir sind Goons und wir tanken durch die Hut. Diamanten in meinem Ohr. In jedem Ohr ist ein gottverdammter Volkswagen, eine Eigentumswohnung teilweise auch. Ich bin leicht unterwegs heute, fuck it, Alter, es ist ein Montag in der Hut. Ich bin swag. Allein die Farben, allein an diesem Bund habe ich hier schon 5 verschiedene Farben. Das T-Shirt, der Money Bag, das YOLO-Armband. Ich komme daher wie ein gottverdammter Papagei in einem gottverdammten Urwald. Und das noch gar nichts. Wenn die Sonne scheinen würde, tauche ich auf mit einem Poloshirt mit 8 verschiedenen Farben. Das ist nichts für mich. Ich kombiniere die Farben und ich bin fresh, ich bin fruity, stupid fruity. Ich meine, dieses Blau sieht gottverdammt mal aus wie irgendein Gewässer und das Gelb wie eine tropische Frucht und das Grün sieht aus wie eine Art Birne. Und das Rot, ich meine, dass ich je sieht, wenn ihr mich je zweimal in demselben Outfit siehst, bitte, bitte schießt nicht. Das ist jetzt mein Ernst, ich meine es Ernte. Der Dude läuft hier, spaziert hier durch die Hood. Manche glauben, sie haben einen sprechenden Regenbogen gesehen. Und was ich da gerade mache, ist der Swag Walk. Up. Ich bin noch nicht mal turned up, aber der Boy war schon turned up. Turn up, dreht euren Swag auf, Traune da oben. Ist uns das Gehirn am Frittieren, das Molly Water, das wir sippen, ist unsere Gehirnsubstanz am Zersetzen. Niemand von uns ist hier nüchtern in der Hood. Wir hassen es, nüchtern zu sein. Es ist Summertime, ich behalte dieses Rag auf meinem Kopf. Die gibt es in jedem verdammten Corner Shop. Ich hole mir da meistens eine 5er oder 10er Packung. Ein Rag gute, am Kopf. Alte Hawk. Und wir sind flink mit dem Hawk. Huh? Passt zu meiner Raw Blue Cap, Raw Blue Snapback, Raw. Raw, so wie das Cocaine, das wir getten, ungestreckt. Wir bekommen das von Leuten, die weder Deutsch noch Englisch sprechen. Von aus ganz exotischen und Gebieten auf dieser Welt. Da ist gerade eine Junkie Bitch vorbeigegangen, die ich gleich bedienen werde.